Ralf Dümmel, geboren am 2. Dezember 1966 in Bad Segeberg, Deutschland, ist ein berühmter Geschäftsmann und ehemaliger CEO von DS Products. Er ist auch für seine Rolle als Investor in der Vox-Serie Die Höhle der Löwen bekannt. Sein Leben und seine Karriere beinhalteten viele Höhen und Tiefen, darunter große Freuden und unvermeidliche Traurigkeit. Nach Abschluss der zweijährigen Mittelschule wechselte Ralf Dümmel auf das Gymnasium. Anschließend schloss er sein Abitur ab, um eine Ausbildung bei Möbel Kraft, einem Möbelunternehmen in seiner Heimatstadt Bad Segeberg, beginnen zu können. Nach Abschluss seiner Ausbildung arbeitete er noch ein Jahr bei Möbel Kraft. 1988 begann Dümmel als Vertriebsassistent bei DS Products zu arbeiten, einem im Juni 1973 gegründeten Handelsunternehmen. Mit Engagement und kontinuierlichem Einsatz wurde er 1996 Partner des Unternehmens und im Jahr 2000 zum Geschäftsführer ernannt. Unter der Führung von Ralf Dümmel entwickelte sich DS Products zu einem internationalen Handelsunternehmen mit Niederlassungen in Polen und Hongkong. Neben seiner Tätigkeit bei DS Products war Ralf Dümmel im Jahr 2015 auch Mitglied im Aufsichtsrat des Fußballvereins VfB Lübeck. Schon als Kind begeisterte er sich für Fußball, spielte Fußball und war Fußballschiedsrichter und erreichte die C-Mannschaft des DFB, bevor er seine Karriere aus beruflichen Gründen beenden musste. Seit 2016 ist Ralf Dümmel einer der Featured-Investoren in der Vox-Sendung Die Höhle der Löwen. Bis März 2021 hat er in mehr als 85 Startups investiert und mehr als 150 Gründer unterstützt. Seine Rolle im Programm hilft nicht nur vielen jungen Unternehmern, sich weiterzuentwickeln, sondern untermauert auch seine Position als kluger und visionärer Investor. Berufliche Erfolge sind sicherlich die größten Freuden im Leben von Ralf Dümmel. Die Entwicklung von DS Products zu einem internationalen Unternehmen und die im Rahmen des Programms, Die Höhle der Löwen, erzielten Erfolge sind klare Beweise für seine Führungsqualitäten und seine strategische Vision. Auch die Momente, in denen er die erfolgreichen Startups unter seiner Unterstützung miterlebte, bereiteten ihm viel Freude und Zufriedenheit. Details über Ralf Dümmels Liebesleben sind nicht sehr öffentlich. Doch wie jeder andere wünscht er sich auch eine glückliche Familie und vollkommene Liebe. Die Herausforderungen und der Druck seiner Karriere können sich manchmal auf sein Privatleben auswirken, aber seine Leidenschaft und Liebe für seine Arbeit sind immer die treibende Kraft, die ihm hilft, alle Schwierigkeiten zu überwinden. Das Leben hat nicht nur Freude, sondern auch Traurigkeit und Tragödie. Ralf Dümmel musste wie viele andere auch persönliche Verluste und Herausforderungen bewältigen. Einzelheiten zu seinen spezifischen Familientragödien werden jedoch nicht oft preisgegeben, vielleicht um die Privatsphäre der Familie zu schützen. Traurige Ereignisse im Leben von Ralf Dümmel können Druck und Stress durch die Arbeit, gescheiterte Investitionen und beeinträchtigte persönliche Beziehungen sein. Als Investor und Geschäftsmann erlebte er im Laufe seiner beruflichen Entwicklung sicherlich unvermeidliche Misserfolge und Schwierigkeiten. Diese Ausfälle beeinträchtigen nicht nur die Arbeit, sondern können auch zu erheblichen psychischen Belastungen und Stress führen. Obwohl er viele Erfolge vorzuweisen hat, lässt sich nicht leugnen, dass Ralf Dümmel in seiner Karriere auch traurige Enden erlebt hat. Eine der größten Traurigkeit dürfte sein, dass einige der Start-ups, in die er investiert hat, nicht den erwarteten Erfolg haben. Falsche oder zeitlich schlecht abgestimmte Anlageentscheidungen können zu unglücklichen Misserfolgen führen, und das ist sicherlich ein unvermeidlicher Teil des Lebens eines jeden Anlegers.
Darüber hinaus kann der Druck durch Arbeit und Verantwortung auch negative Auswirkungen auf seine Gesundheit und seinen Geist haben. Die Herausforderung, die Balance zwischen Arbeit und Privatleben zu wahren, könnte eines der traurigen Enden sein, vor denen er steht. Das Leben von Ralf Dümmel ist eine bunte Reise mit vielen Höhen und Tiefen. Von großer Freude in seiner Karriere und Erfolgen beim Investieren bis hin zu Traurigkeit und persönlicher Tragödie hat er jede Emotion erlebt. Mit Zielstrebigkeit und Leidenschaft hat Ralf Dümmel tiefe Spuren in der Wirtschafts- und Investmentbranche hinterlassen und ist für viele Generationen junger Unternehmer zu einem bewundernswerten Vorbild geworden. Auch wenn er in seiner Karriere ein trauriges Ende erlebt hat, werden seine Beiträge und Beiträge stets anerkannt und geehrt. Ralf Dümmels Karriere ist nicht nur eine Geschichte von Erfolgen, sondern auch von Lehren aus Misserfolgen. Während seiner Reise zur Entwicklung von DS-Produkten und seiner Rolle als Investor in Die Höhle der Löwen, lernte er, wie man Herausforderungen annimmt und meistert. Ralfs Beharrlichkeit und sein strategischer Weitblick halfen ihm nicht nur beim Aufbau von Unternehmen, sondern unterstützten auch viele junge Unternehmer bei ihren. Man sagen müsste, wie können diese Ergebnisse hinter in die Praxis umgesetzt werden, in alle Bildungsbereiche. Dieser Punkt, den müssen wir einfach noch mal viel mehr mitdenken. Wenn ich überlege, und da gebe ich, die Pandemie hat viel mehr bewirkt, als all unsere Forschung bisher bewirkt hat, wenn es auch um Digitalisierung geht, obwohl die Ergebnisse, müssen wir uns auch noch mal an die eigene Nase packen als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler und sagen, ja, Transfer gehört da substanziell dazu. Also ich frage mich, warum hat von den ICLS-Ergebnissen, obwohl die auch in den Medien kursiert sind, tatsächlich dann sozusagen, warum ist da so wenig hängen geblieben, so wenig auch sozusagen, so wenig Wissen, was muss ich eigentlich jetzt machen, das, wie gehe ich mit so einem Ergebnis um, dass die Lehrkräfte in Deutschland Statistiken, was heißt das eigentlich für mich? Und da müssen wir uns, da muss ich auch sagen, denke ich auch selber drüber nach, und das werden wir auch bei der nächsten ICLS-Studie anders machen und machen das jetzt auch bei anderen Studien anders. Das müssen wir umsetzen, und deshalb braucht man einmal eine Strategie als Gerüst, aber die Arbeit, die dahinter steckt, ist eine ganz andere nochmal, aber die Strategie könnte auch sagen, Transfer wichtiger Punkt, also nicht Meilensteine nur festzumachen, sondern wirklich eine Strategie zu formulieren, die auch wirklich verdient. Herr Schrader, noch mal ganz kurz. Ein Satz nur als Ergänzung. Transfer ist eine ungelöste Aufgabe für alle Akteure. Dazu braucht man aber Institutionen, die das sicherstellen, und man kann den Transfer nicht einzeln aufbürden, weil sie nach 3 oder 4 Jahren in der Regel zu Ende sind und das, was dann an Erkenntnissen vorliegt, schon fördertechnisch gar nicht mehr realisieren können. Also es braucht mehr sozusagen als Projekte, die das versprechen, dass sie das tun werden, sondern man braucht Akteure, die dafür verantwortlich sind. Auch noch ein Satz, Herr Luther? Ich möchte auch sagen, dass es halt ein Teil dieser Strategie sein kann. Mhm. Nur Bestätigung sozusagen zu beiden Vorrednern. Transfer ist kein Selbstläufer. Transfer muss aktiv sozusagen mit angeschoben. Transfer muss aktiv quasi im Fördergeschäft mitgedacht werden. Und deshalb machen wir das auch so seit einiger Zeit. Und wie Frau Eickemann sagt, es muss Teil der Strategie sein, einer Strategie, die nie ganz fertig gilt ist, die auch immer weiter ergänzt wird. Aber diese Strategie braucht vielleicht noch in Fortsetzung auf das, was wir haben, und etwas, was wir brauchen und was wir jetzt gar nicht mehr ansprechen können. Aber was wir uns doch alle einig sein werden, ist, wir müssen jetzt diesen Schub auch über die Corona-Zeit hinaus. Und ich glaube, das wird die andere große Herausforderung, neben dem strategischen Wissen, was angesagt ist, eben auch diese Umsetzungsdynamik, die jetzt im Augenblick da ist, dann in die Nachkrisenzeit rüberzutragen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank, Frau Eickemann, Herr Luther, Herr Schrader, Herr Schulz, der nicht mehr da ist, Ihnen